Willkommen zum aktuellen Screencast zu Office Design mit Microsoft Excel. Heute geht es um die Zellformatvorlagen in Excel 2013. Hierzu habe ich eine kleine Tabelle vorbereitet mit Microsoft Office Excel 2013 und werde hier vor allen Dingen die Zellformatvorlagen im Startregister zeigen und deren Verbindung zum Office Design vorführen. Die Zellformatvorlagen in Excel entsprechen dem, was die Formatvorlagen in Word sind. Ich habe die Möglichkeiten hier zum Beispiel auf Überschriftenformate, auf verschiedene Farbdesigns zuzugreifen. Es gibt ein paar vorbereitete Formatierungen für Eingabe, Berechnungen, Ausgabe. Es gibt so eine typische Ampelsymbolik, gut, neutral, schlecht. Und ich werde so ein paar Dinge jetzt hier in diesem Beispiel zeigen. Die Zellformate Überschrift 1, Überschrift 2, Überschrift 3 kann ich verwenden, um einheitlich bestimmte Formatierungen vorzunehmen, was Überschriften betrifft oder auch, wenn ich Summen habe, dass die Ergebnisse ein bisschen fetter dargestellt werden und eine entsprechende Summenformatierung mit Linien erhalten. Der grundsätzliche Vorteil von Formatvorlagen ist, dass ich auf die Art und Weise natürlich auch relativ schnell in anderen Tabellen ein einheitliches Gestaltungsbild hinbekomme und kann so mit den gleichen Formatvorlagen schnell Formatierungen anwenden, ohne mich groß drum kümmern zu müssen, ob das denn vielleicht in irgendeiner anderen Tabelle anders ausschaute. Die Möglichkeit, denn immer wieder auf die gleichen Formatierungen zuzugreifen in unterschiedlichen Tabellenblättern. Mithilfe der Office Design Farben können noch schnell Akzentuierungen vorgenommen werden. Das natürlich auch relativ schnell und einfach in verschiedenen Tabellenblättern aufeinander abgestimmt. Entsprechen die Farben nicht den Designvorstellungen oder dem Corporated Design, dann kann ich im Register Seiten Layout das Design wählen. Standardmäßig ist hier das Microsoft Office Design ausgewählt. Ich habe aber auch die Möglichkeit, andere Varianten auszuwählen, die sich zum Teil auch auf die Blattregister auswirken, wenn sie mit dem Office Design formatiert sind. Und es besteht natürlich die Möglichkeit, das Corporated Design des Unternehmens zu verwenden. Wie dieses erstellt wird, haben wir in einem anderen Screencast im Zusammenhang mit PowerPoint schon einmal erläutert. Und dann entsprechend Schriftarten, Farben, dem Corporated Design und auch im Startregister die Zellformatvorlagen haben sich dementsprechend angepasst und es sind die Farben, die Akzentfarben des Office Designs, Schriftarten etc. gewählt worden. In einem späteren Screencast werden wir zeigen, wie eigene Zellformatvorlagen erstellt werden bzw. die vorhandenen Zellformatvorlagen angepasst werden können und wie auch mit der bedingten Formatierung und den entsprechenden Designs gearbeitet werden kann. Vielen Dank und besuchen Sie auch unsere anderen Angebote mit Informationen zur Erstellung eines eigenen Office Designs und des Corporated Design mit Microsoft Office Produkten.